Jetzt. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hallo ihr lieben Kleinen, die Kada ist dabei am Telefon und heute ist mal wieder ein Adventskalender dran, auch wenn man am ersten Blick nicht sieht, weil ich habe das Interface verbergen. Welches Fett ist es wohl? Guck mal, ich habe ein geiles englisches Vollblut, oder? Guck mal, mein englisches Vollblut, ich habe mir das neu gekauft. Das Kaufvideo ist noch nicht draußen. Ja, hier, das ist mein englisches, das guck, ich kann hier aufsteigen, das ist mein englisches Vollblut da. Muss ich nur kurz richtig hinstellen. Mein englisches Vollblut da. Nein, mir gehört. Der muss sagen, war ja auch klar. Anna, ja. Kater ist nicht dabei. Heute ist Santa Claus dabei. Santa Claus ist bei uns dabei. Er umgibt uns in den Reihen. Er umgibt uns. Ich hoffe, mein Bruder lässt die Kopfhörer an, wenn er die absetzt. Ja, warte. Ich muss was über Love Child sagen. Okay. Love Child ist mein zweites Lieblingspferd. Nach Dragonjoy. Also, und ihr Spitzname ist Cindy. Ich mag ihn wie Dragonjoy ein bisschen lieber, ich weiß nicht. Ich fand einfach Appaloosas und auch ihn etwas sehr schön. Heute reiten wir mal durch die Hollow Woods hier durch. Yeah. Aber wir sind viel zu schnell. So ganz langsam. So, hier. Über Laufzeit, über Cindy kann ich sagen, dass die Kauffolge die Folge 55 war. Und also genau war das am 26.11. Das heißt, sie wird am zweiten Weihnachtsfeiertag einen Monat alt. Meine süße Mausi. Das heißt, sie ist noch nicht mal ganz einen Monat alt. Also ist sie noch ein ganz kleines, süßes, kleines Pferdilein. Fohlen. Mit ihm haben wir die neue Bobcat-Strecke bekommen. Also die bei... Wie heißen die? Sophie? Heißt die Sophie? Ich weiß es gerade nicht. Ja. Doch, Sophie, glaube ich. Dann haben wir mit ihr Tans Geburtstag gefeiert. Ja, Tans Geburtstag war auch toll, ne? Dann haben wir mit ihm die... Mit ihr, sorry. Das haben wir das zwar... Also dann haben wir den Elite, die Elite-Strecke des Jörvik-Stalls haben wir mit ihr bekommen. Ich sag schon immer eher. Weil ich habe mir am Anfang erst gesagt, es wird ein eher, aber dann hatte ich dann immer zu weiblich angehört und sie sieht auch zu weiblich aus, also ist doch eine sie. Cindy! Ja, ich muss mir einfach Cindy merken, dann komme ich besser zurecht. Ja, dann haben wir mit ihr das Update des Heimatstalls erlebt und mit ihr sind wir das alles durchgegangen. Mit ihr haben wir die Quest, mit ihr haben wir Hollys Familie gerettet. Mit der Mausi hier. Und wisst ihr noch, wie verbuggt die Holly auf uns geritten ist zum Strand und wie verbuggt die... Wie heißen die nochmal? Ingrid? Sigrid? Irgendwie sowas. Auf uns Sigrid, glaube ich, oder? Sigrid? Oder so, irgendwie sowas. Wie die auf uns geritten ist, das war, wie ein Horror. Mit ihr haben wir eine einzige Folge der Weihnachtsquest am Anfang aufgenommen. Also mit ihr haben wir sie begonnen. Danach haben wir direkt gewechselt auf Ashblech. Dann haben wir mit ihr von Folge 55 bis 62 Let's Played, sozusagen, haben wir mit ihr ein Champi gemacht. Mit ihr haben wir noch keine Medaille verdient, das kann ich schon mal sagen. Die einzigen Medaillen haben wir mit Ashplays, Nighthoof und Flamesoul und mit sonst keinem Pferd, ja. Wie bin ich auf den Spitznamen gekommen? Das ist die Frage. Ich dachte mir so, weiblich. Love? Nein. Child? Nein. Dachte ich mir so, ein anderer Name muss herkommen. Und dachte ich mir so, warum denn nicht Cindy? Ja, trotzdem bin ich auf den Namen gekommen. Ich habe so überlegt. Und auf einmal dachte ich so, Cindy? Und dann habe ich mir noch so überlegt, oder Lea. Und dann dachte ich mir so, aber Lea hört sich so ähnlich an wie Leo, also wie Dragonjoy. Und dann dachte ich mir so, Cindy passt besser. Und Cindy... Ich finde, der Name bedeutet, also der Name ist außergewöhnlich, finde ich einfach. Er bedeutet für mich. Und ja, wo bist du? Ich reite zum Well der See, um das Rennen zu machen dort. also der Name bedeutet für mich, wie soll ich das jetzt sagen? Der Name Cindy, Love Child, bedeutet halt für mich Kind der Liebe, ist auf Deutsch. Und...
Für mich bedeutet Cindy einfach ein Mädchen, auf jeden Fall. Ja, ein Junge, ne? Klar. Ein Mädchen, das sich. Ja, ich kann es gerade nicht beschreiben. Mir fallen gerade die Worte nicht ein. Ein Mädchen, das alles opfern würde, um ihren Traum zu machen. Keine Ahnung, warum mir das eingefallen ist. Ich weiß nicht. Mir kommt es so vor, als wäre es ein Mädchen, das alles geben würde, um ihren Traum zu machen. Um ihren Traum zu erreichen oder so. Wenn ihr wisst, wie ich meine. Und unsere Haarstrecke, die wir noch nie mit der kleinen Cindy geritten sind, müssen wir jetzt machen. Ich hasse diese Strecke einfach so. Diese Strecke bist du mit dem Pony geritten und jetzt reitest du schon wieder mit dem Pony. Hallo! Cindy ist ein Mustang! Mustang ist kein Pony. Es geht Jumo Mustang gar nicht. Pony. Mustang ist kein Pony. Ah, ist so klein wie eins. Ja, das ist zwar so klein wie eins, aber das ist viel schneller und alles. Und ich wollte eigentlich gar nicht Cindy leveln. Mein höchstgeleveltes Pferd ist außerdem Flamesoul. Cindy ist Level 11. Ja. Sie hat uns in kein neues Gebiet begleitet, leider. Eben jedes Pferd, wo bis jetzt dran war, hat uns in ein neues Gebiet begleitet, außer Cindy. Die Arme. Dann mach mit ihm, wenn du nach Epona kannst. Ja, aber da habe ich doch schon viel mehr Pferde. Ja, und? Ja, und? Irgendwann wird auch mein Stall voll sein, dann wird Cindy auch mal auf die Insel gebracht. Nein, Cindy, das geht nicht, du musst bei deinem Liebsten bleiben. Das heißt, nur wenn dein Liebster, den ich mir auch irgendwann holen werde, auch auf Ding ist. Ich hoffe, ich kriege kein Netz, ich habe für ein 100 Netz bekommen, immer so als Info. Weil mein Bruder hat jetzt schon wieder ein YouTube-Netz, weil er kommt direkt hier in meinem Zimmer, YouTube mit Kopfhörer. Ich hoffe, man hört ihn nicht. Das ist gerade Beleidigung. Ich beleidige gerade meinen Bruder, ne? Egal, okay, hallo, diese Frau, die da gerade rumgesprungen ist. Ja. Was findest du, wie hört sich der Name Cindy an? Zu welchem Charakter würde dieser Name passen? Süß. Ich habe gerade gefragt, zu welchem Charakter dieser Name passen würde. Ja, also zum Charakter, zum weiblichen und halt lieben Kind, also Love Child, liebes Kind, liebe Kind, oder wie es heißt. So Love Child heißt Kind der Liebe, oder Liebe des Kindes oder so. Aber ich nenne es lieber Kind der Liebe, das hört sich besser an. Ja, das passt dann schon mehr zu einem lieben Pferd und so, ja. Also es passt. Vom Charakter. Ja, ich weiß, aber irgendwas wollte ich sagen, aber was? Irgendwas wollte ich noch zu ihr sagen. Mann. Ja, also ich finde, es hört sich wirklich an, als ein Kind, das alles machen würde, um ihren Traum hinzubekommen. Also finde ich jetzt, meinerseits. Jetzt wird sie ertrinken. Mal klar. Ja, ich finde, es hört sich aber auch so an wie so ein ausgefallener Name, den nicht jeder hat. Und wie... Ich finde, es hört sich auch an wie ein freundlicher, netter Charakter. Charakter, ja, schon schlau. Also, der alles für seinen Traum machen würde und sehr abenteuerlustig ist. Ja, und mehr kann ich auch zu Cindy nicht sagen. Und dann sagen hier an dieser Stelle die liebe Kata, die liebe Anna, der liebe Claudi und die liebe Cindy. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.